Schaffhausen, guten Morgen und herzlich willkommen in der Kürznote. Gern begrüße ich unser Comedy-Duo aus dem Appenzell, Messer und Gabel und den Carmine. Guten Morgen miteinander. Was hast denn du? Ein Kugelfisch. Ein Kugelfisch? Gibt's Kugelfisch? Und so gibt es Bachforelle. Komm, sag mal, was macht ihr da? Was habt ihr gebracht? Also, wir sind heute vor mit euch. Machen wir für euch zuerst machen wir, echte Appenzeller Brotsuppe. Die Kümmel drin, grösstes Brot. Nachher als Hauptgang machen wir Käsehörnchen. Mit einem frischen Löffelbrust. Der Rolf fängt schon an Herlöffelstellen. Und zum Dessert machen wir. Herlöffel, Löffel. Ein schwarze Fladen, das ist eine Tradition. Toggenburg Appenzell. Blätterteig mit einer Bierenwetterfüllung. Und oben durch einen schönen Guss. Ich sehe das, wir machen das gerade live. Ja. Fangen wir doch an, der Rolf gesagt, ist am Öpfelschillen. Ich habe gerade den schwarzen Faden vorbereitet. Da könnt ihr auch gekaufte Blätterteig nehmen. Ich kann ihn auch frisch machen, das ist halt so ein riesen Aufwand. Aber es geht auch nicht gekauften. Also das ist ein Blätterteig? Ja, das ist ein Blätterteig, ja. Da haben wir so eine butterliche Form gemacht. Und dann das hier reinlegen. So, so. Ist denn der schwarze Faden, ist das eine Spezialität von euch? Nein, definitiv. Also Appenzell und Toggenburg ist ein Art, die dort oben runterfahren wird. Das ist ja sehr bekannt in Toggenburg und Appenzell. Und da ist ein Art. Da hat sich dann irgendwann mal daraus entwickelt, der schwarze Faden. Ja, sehr etwas Gutes, nahhaft. Für was steht denn das Wort Schleuzi? Was bedeutet Schnorzi? Schnorzi ist nicht ganz. Wir sollen sagen, dass ihr da richtig schön schleuzt, ist eine Art nicht ganz eine feste Masse, ein bisschen schleuzig, also es zieht schleuzig, ach so. So wie wenn die Milch ist und sie hat noch Pölz oben drauf. Genau. So quasi eine Pölzmilch. Jetzt wird die noch messen. Hast du noch mal da? Schau mal. Hast du mir eine Gabel? Eine Gabel, gerne. Wichtig ist einfach immer beim Blätterteig, dass er dann schaut, dass der trocken ist. Dass er schön da Sitz aufnehmen und aufgeht. Da kann man den Kamine sicher bestätigen. Er ist auch gelernter Koch, ich bin auch gelernter Koch. So wissen wir das. Ja, gerne mit dem Koch am Hut. Also an der Kappe. So, aber ich kann es mir momentan Zeit geben. Dann kann man da auch selber machen, ist aber ein riesen Aufwand. Darum haben wir den Kaufer gegen den auch. Er ist absolut vegetarisch natürlich. Von der Migros sehr, sehr gute Bärenweckerführung. Ich will keine Werbung machen, aber da kann man den kaufen. Und ist sehr gut, auch wenn ihr normales Bärenbrot macht oder Bärenwecker. Oh, das schmeckt gut. So lange die Stückchen da. Das ist gut, wir kochen da wie Zippelmus. Das ist gleich ein grosses Mast, wir können den einkochen. Hast du mir einen Kuh? Nein, nein. Ah, nein, guten Tag. Alles gut, habe ich nicht schon gefunden. Ja, okay. Wunderbar. Jetzt tust du einfach zuerst ein Löchchen machen und dann drauf strichen. Ja, komm, wir werden das mal verstrichen. Auf dem Blätterteig. Das ist recht zäh, oder? Da ist er doch, ja. Und aus was besteht jetzt die Füllung genau? Bieren? Ja, Bierenwicken. Ja, das sind so ein paar geheime Zutaten. Da weiss es da der Verkäufer auch. Nein, da hat es aber Bieren drin, Zuckerglasur. So Sachen sind da drin, aber vegetarisch logischerweise. Also kein Fleisch? Kein Fleisch. Auch kein Fisch? Auch kein Fisch. Vögel? Auch nicht. Und so Vögel sind da umher. Also Fleisch für den Nüchtern. So. Ja, Zeche bietet jetzt so für den Anfang. Ja, ist gerade so. Aber das machst du natürlich auch. Könnte man auch warm machen und dann wäre es flüssig oder ist da keine Nein, gute Idee? Da bleibt die Konsistenz, soll sich nicht verändern. Okay. Und ein gutes Dessert, haben wir ein bisschen etwas dafür, oder? Auf jeden Fall, ja. Das ist im Prinzip, du verbrauchst alle Kalorien, bevor du Dessert hast. Das kannst du mit einem guten Essen. Sind da denn auch so viel, wie man dann wieder isst? Da ist dann, da kannst du süchtig werden von dem Zeug. Ja, da glaube ich.
Ja, ich sehe, du bist sehr geübt im Schälen. Gell? Ja, tipptopp. Also, glätten tue ich fast lieber. Glätten tust du lieber wie Schälen? Ja. Und so, jetzt. Caro mio, musst du dir ein bisschen erklären. Jetzt machen wir noch den Guss für den schwarzen Flatter. Da kommen drei Eier. Drei Eier? 2,5 Stück Rahm. Halbe Liter an. 2,5 Stück. Und dann gehen wir noch 20 Grad einschalten, dann 10 Minuten noch. Dann kommt die Farbe bekommt. Jetzt habe ich keinen Päckchen, aber man könnte es so. Danke, danke, Amir. Yes, wenn habe ich das letzte Mal so viel Löffel gesehen? Ich glaube, in der Schule beim Pausenöpfel. Jetzt haben wir so einen Bogen, dann müssen wir Pausenöpfel nehmen. Das kenne ich auch noch. Jesus Maria. Der Pausenöpfel ist ja gut gewesen, aber die Zigarette ist dann nachher noch besser. Wer ein Glas ist da drin? Kindergarten. Kindergarten. Früh. So, jetzt schauen wir hier dem Guss ein bisschen zu. Eben drei Eier, drei Beutel Vanillinzucker und 2,5 Dezibel Vollrahm. Lange Pfarrung. Dann macht er nicht dick. Genau. Okay. Sollte dann mehr auf die Hüfte gehen. Ah, okay. Dann muss man es unter gesund deklarieren. Ja. Wo kann ich da etwas helfen? Geht so weit. Ich bin da am Äpfelschellen und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meine automatische Äpfelschellmaschine mitgenommen. Hast du eine automatische Äpfelschellmaschine? Also das ist eine ganz geniale Sache. Da ist der Öpfel hier und nachher den Dreieck noch und dann tut sie schellen und schneiden gleichzeitig. Mein Kollege, den da Event, geht's! Den Event, du schreibst die, weißt du, gestern, wo der Rapper von dir Rena gehört hat, er hat so eine Öpfelschellmaschine, das ist wahr. Weil ich mache noch etwa einen Öpfelfladen, das ist etwas einzig, wenn ich aus dem Ofen nehme. Oh, das sieht aber richtig gut aus. Schlagzi. Schlagzi, ja. Also wenn man jetzt das Bierenwecken Ding selber machen will, ist das sehr aufwendig? Ja, selbst schon, wenn man alles einkochen mit den Gewürzen und so. Und die Modelle sagen, die Convenience-Vorgeschichte, was man mit Italien kann kaufen kann, ist qualitativ natürlich auch sehr gut. Also das ist gut. Man kann es natürlich auch beim Dick holen. Der macht das natürlich auch. Und da kommt es dann auch von der Qualität her. Ist das natürlich auch sehr, sehr gut. Mhm. So. Gut, dann haben wir Hähnchen. Genau. Stell dir vor, wie wir das schneiden. Danke. Mach den Rollen, mach den auch. Ja, du kannst ja viel besser. Hey, dann sag mir mal. Dann tun ich noch ein Schnetzle, ja? Dann machen wir noch. Und dann sind wir starten. Ja, da hast du nicht können zuschauen, wie ich das gemacht habe. Stell dir das ein. Ja, ich muss gerade essen. Nein, aber ich helfe gerne. Danke. Meine Öpfelschälmaschine. Ja. Du machst das jetzt so. Danke schön. Bist du zufrieden? Ja, also. Kann ich mich brauchen, die Öpfel schälen? Für dich, das ja. Also, effektiv. So lehne ich auch den Böhm hier. Ja, komm, ja. Weißt du, am besten gehört es auch zum Koch. Garmin ist ein bisschen arbeitslos, aber geniess es doch einfach mal. Geniess es.
kommen andere Tage. Jetzt kommen wieder andere Tage. Sag mal, darf ich mal fragen, wie kommt man zum Beruf Komiker? Wie muss ich mir euren Alltag vorstellen? Wie ist das? Wie macht man das? Wenn jemand jetzt hier schaut und hat ein Kind zu Hause, das gerne Komiker werden will. Rolf, was du gerade hast. Komiker hat ja so ein bisschen im Blut. Da kann man kann es fast nicht lernen, wenn nicht irgendwo so eine komische Ader da ist. Das ist wie ein Schauspieler auch. Ein Schauspieler macht seinen Job und macht eine Ausbildung. Das kann man natürlich als Komiker auch machen. Aber wir haben eigentlich beide einen ganz normalen Beruf gelernt. Und nachher so ein bisschen das Talent entdeckt. Wie ist jetzt das jetzt so zu der heutigen Zeit, wo da, ich finde ich persönlich sicher recht schwierig, noch Witz und Freude zu finden? Wie ist das für euch? Oder laufen jetzt Gag? Habt ihr mehr Vorlagen in dieser Situation? Das ist schwierig im Moment, weil wir sind natürlich auch. Wir haben anfangs Corona. Wo da los ist, im März. Mhm. Letztes Jahr haben wir gesagt, komm, jetzt packen wir zusammen, machen ein neues Programm. Dann sind wir bei mir daheim in den Ausschuss gepackt. Und die Motivation ist einfach nicht so da gewesen. Es ist auch eine schwierige Zeit für uns, definitiv. Vor allem, wenn du nicht weißt, wie lange geht da, was passiert da noch. Wir stehen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand im Moment. Gell. Und wie alle anderen auch. Geht auch nicht gleich? Ja, alle sind Sponsor. Unsere Berufskollegen. Ja, sind alle irgendwo. Noch nicht ganz. Es ist lustig, sind alle irgendwo ein kleines bisschen am Wursteln, so wie wir jetzt hier am Kochen. Aber man probiert einfach die Zeit irgendwie durchzubringen. Und mit anderen Job. Also ich habe angefangen zu kletten für andere Leute. Wir haben einen Glitt-Service eingerichtet. Also Bügelfahrt im Gesicht. Bügelfahrt im Gesicht ja, auch? Glitt-Service. Wie muss ich mir das vorstellen, Glitt-Service? Also, das heisst, im Glatten soll glätten. Also, du kannst mir deine Wäsche bringen. Ja. Deine Wäsche. Wäsche, ja. Mit den Zähnen. Und dann tue ich die glätten und schrankfertig dir wieder servieren. Also, jetzt muss ich im Fall sagen. Da kriege ich das erstmal, ist das wirklich wahr? Ja, das war gut. Das hast du ja nie gesehen. Nein. Oh, ich denke, ich mehr auf deine Facebook-Seite. Ja. Wahnsinn. Also weißt du, ich bewundere das so. Weißt du, das ist Innovation 1A. Genau so Leute braucht das Land. Wo glättet? Nein, wo so Ideen hat. Ja. Bist du jetzt auf die Idee? Ja, wo glättet? Ja, also ich bin mir selber am Überlegen. Mit der Hand im Sack und die anderen haben keine Zeit. Es gibt doch tatsächlich die haben jetzt dank dem Corona gar keine Zeit mehr zum Schnaufen, weil das Business so läuft. Oder? Und dann gibt es andere. Das gibt es, ja. Und Wie findet man dich und dies? Dein Skelett Imperium. Also das ist eine ganz, ganz neue Geschichte an und für sich. Etwa vor zwei Wochen ist mir in den Sinn gekommen, als ich so ein Skelett gesehen habe, von den eigenen Kleidern. Ich könnte eigentlich einen Skelett-Service machen. Du glättest einfach gern? Ich würde gerne glätten. Da gibt mir Entspannung, da kann ich studieren über neue Nummern, da kommen mir Sachen in den Sinn. Nebst dem Glätten auch mal einen entspannten Film schauen. Zum Beispiel Rocky oder Rambo. Das ist entspannt? Ja, das ist entspannt. Das ist entspannt. Okay. Nein, natürlich. Einfach sich ein bisschen mit schönen Sachen auseinandersetzen in der ganzen Corona-Zeit. Und das ist für mich leider. So, jetzt switchen wir mal wieder auf diese Seite. Ich habe gesehen, da ist ein Haufen Zwiebeln gehackt worden. Willst du uns ganz kurz sagen, was das Nächste ist, was du vorbereitest? Ja, ich mache hier eine Brotsuppe. Da tun wir Zwiebeln anziehen mit ein bisschen Knoblauch. Dann tun wir auch mit Bouillon. Und dann tun wir das Brot ein bisschen anrösten. Ganz leckere Sache. Sehr gut, die Tomaten. So.
Kommt der Röni, er hat natürlich auch und keiner gelernt. Ah, der Röni ist Koch? Ja, hast du nicht gewusst? Ja, ja, ich weiss nicht, in dem Fall. Ja, ja. Jetzt, Rolf, nimm mal den Zipfel weg vor deinem Auge, stört dich das nicht? Du siehst aus wie der Jack Sparrow mit den Augenklappen. Jetzt sieht man dich. Ja, beide. Meine wehblauen Augen. Ja, die schönen Olympia-Ringe zwischen dem. Ja. Die braucht's. Da macht's aus, verloren. Ja, ja, wir haben natürlich jetzt für uns ganz speziell ist, wir sind Freitag, Samstag sind wir jetzt da. Also mittlerweile habe ich es auch so gemacht, dass ich an und für sich einen Original-Nachbau von einer Boeing 747 im Keller eingerichtet habe. Und am Freitagmittag sage ich zu meinem Schatz einmal, du, jetzt gehe ich fliegen. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Dann bin ich am Freitag, Samstag bin ich im Heizungskeller runter und fliege Echtzeit nach Australien. Natürlich habe ich einen Duty-Free, kaufe dann jedes Mal eine Handtasche, wenn ich wieder zurückkomme. Und dann fliege ich nach Australien zu. Wenn ich ankomme, bin ich Leute natürlich daheim an. Ich bin wieder gut angekommen. Es ist alles tiptop gelaufen, einen mühsamen Flug gehabt. Ich bin heute einen Schwarm Tontauben nie geflogen. Also es hat tönt, was getaubt hat. Und muss man halt Zeit überbrücken. Und dann fahre ich einmal, fliege ich einmal wieder zurück und komme pünktlich am Montagmorgen um 7 Uhr an, wenn sie geflogen sind. Und so haben wir eigentlich den Ausgleich wie vorgenommen. Das tönt gut. So. Also, der René, ich gehe jetzt da mal schnell hinter euch und schaue ihm kurz zu. Du tust jetzt einfach dünsten, gell? Zwiebel und Knobli. Nein, ohne Knobli. Ohne Knobli? Nur Zwiebeln. Nur Zwiebeln und ein bisschen Chimie. Und Katzen, das ist auch nicht dünsten, gell? Hast du Öl genommen oder Butter zu machen? Ganz normale Butter. Ganz normale Butter. Das erste Mal, ja. Also die Nase tanzt bereits mit. Ja, die Zwiebeln gibt es immer gut. Das macht die Nase. Ja, ich muss die Begeisterung, dass sie das kann ich auch sagen. So, next step. Ganz Wasser. Einfach Wasser. Ja. Man kann natürlich auch frische Gemüsebouillon machen. Gemüse auskochen etc. Aber von daher haben wir zu wenig Zeit. Darum haben wir eben ein bisschen Bouillon entschieden. Aber wir sind ja hier im Gesundheitsladen. Also hast du auch ein bisschen gesunde Bouillon? Nein, sie machen eben Bouillon immer selber. Da haben wir einmal auch gepostet jetzt die Woche, wie man Gemüsebouillon selber macht. Wenn ihr vielleicht nachschauen wollt, war es am letzten Dienstag. Dann ist ja da schon gut. Sie sieht auch hervorragend aus. Also wirklich. Ja, die sieht fein aus. Da komme ich jetzt vor allem eine professionelle Böckelstation. Ich bin auch ein Guter. Das ist der tasmanische Bergpfeffer. Jawohl. Der ist 10-mal schärfer als ein klassischer Pfeffer. Okay. Das ist ein Urpfeffer. Jawohl. Und wenn man auf weiße Sachen gibt, wird es pink. Oh, cool. Ja. Dann haben wir hier den Timo-Pfeffer. Das hat ganz eine gräbfrühige Note. Also wirklich so für Fußballleute oder so. Jawohl. Ganz cool. Und auch für schwerfällige Pfeffer. Genau, ja. Oder das Glas oder so. Jawohl. Dann ein Hähnchenpfeffer, einen starken weißen Pfeffer. Jawohl. Schön.
Das sind Pfeffer, die aus Indien und Umgebung kommen. Bunte Cherry, Tilly Cherry. Das sind auch etwas anderes im Geschmack. Okay. Wie lange wärst du mir? Also, ich komme noch fertig. Mein persönlicher Favorit ist der Wazi Peri Feri Pfeffer. Das ist ein reiner Urwaldpfeffer aus Madagaskar. Ist erdig und wirklich stark im Geschmack. Wie lange wärst du mir empfehlen für einen Brot? Ich würde auch den. Ja, ich würde den empfehlen. Ich habe viel am Anfang nachgedacht, kannst du immer nicht. Immer wieder rausnehmen kannst du noch. Das denke ich auch, ja. Haben wir auch schon gelernt, ja. Nein, ist es jetzt bin ich gesagt. Und ganz normal sind wir leider Salz. Da habe ich übrigens noch Glück gehabt. Da muss ich auch sagen, ich bin letzte Woche in einem grossen Teil. Ich kann es auch sagen, das ist der mit den vier Buchstaben. Aber mit dem C am Anfang. Und da habe ich wirklich Glück gehabt. Da muss ich auch sagen. Ja, Entschuldigung. Ich bin letzte Woche einen Grossverteiler gesehen, bei uns oben. Ja. Und die haben 22 Millionen Jahre alt Salz gehabt. Ja, und es läuft. Es läuft in 22 Jahren, weil es heute keine Zeit kann, musst du dir vorstellen. Ja. Und das ist natürlich sensationell. 22 Millionen Jahre alt Salz. Dürfen wir gewisse Produkte, die wir wissen, dass Bio sind, nicht mit Bio anschreiben. Ich darf es den Kunden auch nicht sagen, dass es Bio ist, weil es nicht im Lager in einem separaten, abschliessbaren Raum ist. Aber da kann es dann übereinander liegen. Selbst ist dann gleich. Also die Lagerung ist ganz wichtig, wo du es gerade hier nicht tust. Okay, okay. Und dann, wenn es dann Leute gibt, die kommen, ist das Bio. Ich kann es nicht sagen, ich mache mich strafbar. Also ich muss jetzt widersprechen, weil es macht ja Sinn, das Ganze, weil sonst hätten wieder ein paar im Bund nichts zu tun. Dann sind die bestimmt nicht für die Tür sitzen. Das ist ja die Arbeitsbeschaffung, da musst du so anschauen. Ja. Jetzt macht es Sinn. Eben. Absolut. Nein, es gibt ganz viele so sehr komische, skurrile Gesetzgebungen. Wir haben auch noch die Schaffhausen, also, wo heisst, man darf den Lachs, an bestimmten Tagen darf man keinen Lachs im Reh fischen. Jawohl. Wir haben schon lange keinen Lachs. Wir haben viel Lachs im Reh, ja. Ja, dann haben wir ja so viel. Wir haben nur den Schaffhausen Bock mit goldigen Eiern, haben wir das schon gesehen? Ja. Ja. So, jetzt sind wir dann gleich fertig. Also, jetzt die vielen Äpfel sind für wann nochmal? Ja, machen wir frische Töpfe. Ah, das ist einfach fürs Mousse. Alles klar. Für 480 Ja, das täuscht einmal, gell? Ganz verrückt finde ich den Spinat. Du hast einen Topf von Spinat, kommst du eine Minute warm. Spinat weg. Ja, ist so. Nur noch Topf. Du hast nichts geschnitten, nichts. Nichts. Sauber gesagt. Nicht geschnitten, nichts. Hast du sie noch mal zwei, drei Wochen benutzen? Ja, kannst du noch brauchen. Ich schaue, dass ich bei den Bügeln kleben bleibst. Kannst du das im Brühe Also es tut nicht. Nein, nein, es tut nicht. Siehst du, wie super schön das Tüchli angefangen hat, zum Schälen. Gut, jetzt öffnen wir uns. Ist so weit, Röni? Ja, oder? Das Rezept vom Scheid. Dann habe ich gekocht. Ja, da haben wir wirklich etwas zu tun gehabt. Es läuft. So, jetzt geht's mal, ist mal ein Appenzellerpulli auf Berno ins Bundeshaus. Und ich frage, ich will gerne mal mit der Frau Uchtenhagen reden. Das hat das Fräulein an der Rezeption, ja, tut mir leid, die ist nicht gewählt worden, die ist nicht da. Am nächsten Tag ist das Pulli wieder auf Berno mit dem Rapid. Ich habe gefragt, ich sollte mal mit der Frau Uchtenhagen, würde ich gerne mal ein paar Worte austauschen. Das hat das Fräulein an der Rezeption, die ist nicht gewählt worden. Die ist nicht da.
Am dritten Tag ist er wieder ruhig. Grüezi Fräulein, ich würde gerne mal mit der Frau Uchtenhagen reden. Da sagt die Fräulein an der Rezeption, jetzt sind wir dreimal da gewesen. Dreimal habe ich gesagt, sie ist nicht gewählt worden. Wieso kommen sie jedes Mal? Da sagt das Burli, wer die Köse der Nase gehen. Oh, schau jetzt da, gell? Hast du schon mal da reingeschaut, wer da die Suppe macht? Ja, ja. Mega. Sind da schon alle Äpfel schneiden? Jawohl. Mit der Äpfelmaschine. Also bis jetzt ist es einfach Butter, Zwiebeln und Bouillon. Jawohl, ja. Genau. Das passiert auch, dass wenn man den ganzen Schuss, wenn das Brot drin ist, dann muss man ein Schüssel reinigen. Ganz gut. Ich Rolf, jetzt wirf die Stube bitte. Ja. Ich habe zwei Gallinen geholt, dann halbieren. Ja. So, und den auskratzen. Und hier gehen. Ja. Ich habe meine Brille nämlich. Ich sehe nicht. Kochen die auch etwa alle so zusammen? Oder also, ist das jetzt Premiere? Wir haben auch schon miteinander gekocht. Ist aber auch schon wieder eine Weile her. Was ist eigentlich euer Lieblingsessen? Oh, das ist schon unterschiedlich. Ich habe zwischendurch auch gerne ein paar Städtchen mit der Füllung von Osterbüchs, habe ich auch gerne. Ja, ja. Habe aber auch sehr gerne Gänseleber und Obzüge, das habe ich auch sehr gerne. Ich bin auch relativ pragmatisch, stehe nach Lust und Laune. Ich sage auch, jeden Tag viel essen kannst du auch nicht, von jeder Tag auch. Das ist gleich jeden Tag ein Server, das kommt auch nicht. Und dann muss ich. Aha, also, Vanilleschote, das ist natürlich, das ist für das Hüpfelmus. Also, mein Lieblingsessen, das ist natürlich, ja, wir sind, ich bin jetzt innerlich ein bisschen auf der Seite, ich denke immer, wie haben die Höhlenbewohner überlebt? Mit dem guten, gesunden Essen. Mit dem, ja, mit dem guten, gesunden Essen. Mit dem Jagen. Mit Jagen, mit Fleisch essen. Also ich habe gerne ein Stück Fleisch. Muss ich also ganz ehrlich sagen. Also ich auch. Wobei, es geht so Fleisch los. Also ich kann auch mal eine Woche einfach so... fast auf Fleisch verzichten. Das ist mir ein Kerl. Hier muss ich also wie viele Schoten sind jetzt da, die du tust? 5,5 Kilo her, dann tust du 5 Schoten. Ja. Und was? Zimt. Zimt. Das tut man mitkochen, nicht erst am Schluss drin. Nein, dann tun wir hier noch 2 Deziliter Wasser. Da. Muss jetzt die Zitrone pressen. Ja, für Fragen, zum Beispiel, da kommen euch auch für Hochzeiten mit oder Geburtstag. Da bin ich wieder. Also weißt du, ja, vom wenn, Kochen her oder vom Komödie her? Beides. Es ist vielleicht der Rolf, der erzählt, wenn er macht, in der Corona-Zeit, wo ihm in sich ist. Ich habe mit meiner Freundin noch einen Störkoch-Service aufgemacht. Das heisst, mit uns kannst du kochen, dass wir zu dir kochen können. Wir haben jetzt gerade am Wochenende habe ich einen Geburtstag machen für 10 Personen Nachgangmenü. Und, das ist letzte Woche nicht. Das ist letzte Woche nicht, ja genau. Ja, ich denke, wo es noch 10 Personen war. Noch nicht 5 Personen war. Wer spielt ja keine Rolle? Ja. Einfach, dass die Rechte keine Ärger haben. Nein, wir, also uns kann man buchen. Mein Schatz macht den Service und in der Küche. Und immer schöne Sachen, da kann man auch von Mühe her völlig variabel. Und uns kann man natürlich auch mieten. Wir können auch kombinieren. Was man kochen, Comedy und Kochen, da kann man auch machen. Koch und Koch. Also ich möchte mich wirklich bei euch bedanken. Ich habe im Ort angerufen und habe ihm erzählt vom Projekt, das wir machen. Eben, dass wir ein bisschen gute Laune verbreitet in der schwierigen Zeit. Dass wir ein bisschen vom Beruf und Komödiant reden. Dass wir ein feines Menü zusammenstellen. Und ohne zu fragen, ja, er hat da gerade Ja gesagt und gefunden, er unterstützt die Idee. Und ich würde mich einfach nochmal in aller Form bedanken, dass ihr das mit habt und Lust vor allem und dass ihr das machen mit uns.
und den Appenzell ein bisschen verkräftet. Das ist sehr schön. Also ihr seid beides Appenzeller, aber ich habe so den Eindruck, ihr habt verschiedene Dialekte. Oder meine ich das bloß? Ja, das heißt, natürlich, wir sind Ausserrücher Bedi. Und ich bin nach der Kantonsgrenze zu St. Gallen aufgewachsen. Und das ist natürlich, wir können auch ganz normal St. Gallen-Deutsch schwätzen, das können wir auch. Aber zu dieser Tracht gehört natürlich der Appenzeller Dialekt. Und ja, wir sind Ausserrücher. Ausserrücher? Ausserrücher. Und sind natürlich... Dadurch, dass wir schon in Schaffhausen gewesen sind, mit diesem Bühnenprogramm, liegt es sehr viel an Schaffhausen, weil es ist ja näher an der deutschen Grenze, einerseits. Dann musst du nicht ins Elsass zum Enklaven besuchen, sondern er hat es hier in der Nähe auch. Und Schaffhausen ist einfach ein wunderschönes Städtchen. Und wir sind etwa da, wo sind wir jetzt schon mal gesehen? Beim Rock. Rock-Night. Wo ich komme mit dem Töpfen. Ah, da, Nightwish, mal schauen, Gott hat gespielt. Nightwish. Stars in Town. Stars in Town. Ja, genau. Und Hans Hinterseer, oder? Ja, genau, der ist Gott sei Dank nicht gekommen. Der hätte ja müssen absagen. Ja, genau. Sind wir nicht für uns gesehen? Ja. Also, jetzt haben wir da... Ja, ich muss jetzt da ein bisschen schubsen. Was wollt ihr noch wissen von uns? Vielleicht habt ihr eine Frage, dann können wir die gerne beantworten. Jawohl. Also, jetzt sind da die Äpfel oben. Ich habe gesehen... René, du hast da noch Wasser reingetan, gell? Ja, ein bisschen, weil die Äpfel hat ja dann und für sich schon selber viel Wasser. Aber zum Kochen braucht man noch ein bisschen Unterstützung, nicht sonst wäre es anhoffen. Das wollen wir ja nicht. Okay. Darum haben wir hier ein bisschen Wasser reingetan, auf 2,5 Kilo Äpfel. Auf 2,5 Kilo Äpfel haben wir 2 Zentiliter Wasser reingetan, Zimt, 5 Vanillestängel, den Zuckerbeutel. Dann haben wir jetzt auf 2,5 Kilo Äpfel 5 Esslöffel Zucker rein, schön gehäuft. Es sollte ein bisschen Süße haben, sollte aber nicht zu süß sein. Okay. Also 5 Esslöffel. 5 Esslöffel Zucker. Was machen wir jetzt da? Also, jetzt hast du da mal den weggenommen. Der gehört mir. Okay. Ich muss gerade in dieser. Ich schaue, dass es gerade abliegt. Ja, schön. Ich habe das gleiche Problem. Dass du so einen Zentimeter dick. Ja. Und wenn du den hast, machst du etwa die Hälfte von dem. Ja. Hast du dir schön, kannst du das entweder so. Nein, da räumen wir raus. Ja. Das ist mir so. Ich hätte gar meine Gäste backen. Jawohl, du gesagt, sieht auch sehr gut aus. Und dann kannst du hier wunderbar so Würfel machen. Die tun wir noch ein Butter anbrühen. Und die können dann in die Zuppe rein. Ja, gut. Die kannst du dann gerade in die Schüssel tun. Genial. Entschuldigung. Ja. Da machst du auch so, ja. Da machen wir mal. Das ist so einig. Ich habe heute beim Gamine noch einen Wunsch geäußert. Wir haben eine Torte, also die Würstelorte hat eine Schokolade-Mandeltorte ohne Mehl. Die besteht aus 1 Kilo Schokolade, etwas Mandeln, etwas Eier. Ja. Und wir haben, ich habe dann gesagt, ich würde euch eine ganze Torte mitgeben auf dem Heimweg. Oh. Jetzt müsste Gamine dann noch die weiße Bodenschokolade schnell vermahlen. Es wird ein wenig laut, etwa 10 Sekunden wird es richtig rattern. Jawohl. Weil unsere Maschine, damit die Schokolade dann kalt wird, damit ihr sie dann auch ohne Probleme mitnehmen könnt. Das ist natürlich auch lieb von euch. Ja. Habt ihr jetzt gesehen, die Kamera ist gerade weggesehen. Wir sollten immer das Brett, wenn wir etwas machen, sollten wir es putzen. Wenn ihr jetzt den Käse und das hat noch ein bisschen Vanille drauf. Ja, und vorher hat es, glaube ich, noch Zwiebeln drauf gehabt. Das macht nicht, der kommt nicht.
Aber wir sollten einfach den Vanille mit Käse und Vanille. Es geht schon, aber nicht in der Suppe. Du gehst nicht los, gell? Ich bin einfach dein Gummi. Du bist mein Gummi, ja. Ja, das finde ich eine gute Sache. So, jetzt hast du natürlich einen Appenzeller-Käse, nicht wahr? Komm her. Wir tun für die Suppe machen wir einen reinen Appenzeller, dann tun wir ein bisschen würfeln. Mit dem ganzen Fotos, was raus ist, wenn wir das Suppentest in den Käse, das Brot rein und dann die heiße Suppe drauf, dass also ein bisschen anschmilzen, nicht zu fest. Und bei den Käseödli, muss ich sagen, haben wir hier einen Grühe und einen Appenzeller. Ich liebe den Appenzeller-Käse, aber zum Kochen hat der Grühe ein bisschen mehr Geschmack. Und dann tun wir beide nicht. Dann haben wir den Käseödli einen rustig gefallen Geschmack, den Grühe-Käse. Kann natürlich jeder machen, so wie man will. Aber ich finde die Brühe auch gemischt mit dem Appenzeller zum Kochen sehr gut. Okay. Das Gipfli, ja. Willst du das Gipfli? Ja. Ich liebe Gipfli. Sag mal, könnt ihr jodeln? Jetzt, wo du gerade angefangen hast, können wir da beibringen? Nein. Das können wir nicht. Das Einzige, was wir ganz gut können, ist wahnsinnig schlecht singen. Aber da können wir richtig gut. Aber du, da kann ich im Fall sensationell. Da bin ich, da wäre ich gerade dabei, wie man da, wie sagen wir da, die Sterne, die man so Schweiz macht, Superstar oder so. Genau. Da würde ich gerade gewinnen, wenn es um schlecht singen geht. Dafür kann mein Bruder umso besser singen. Der hat das alles gern. Nein, bist du? Ja. Er singt halt nicht so gern wie ich. Aber dafür kann er es. Aber dafür kann er es. Ja. Und du schweizisch gern? Ja. Gell? Ist doch auch etwas. Und deine Stimme ist beim Schwätzen angenehm. Ei. Ei. Ja, weißt du, wieso sie das sagt? Weil ich, als ich mich das erste Mal gehört habe, habe ich es furchtbar gefunden. Ich finde meine Stimme furchtbar. Das ist bei jedem so. Also, ja. Jeder, der seine eigene Stimme hört, kommt sie vor. Das ist normal. Aber da wollen wir uns ganz anders. Da wollen wir mal am meisten verschrocken, weil wir haben vorletztes Jahr im deutschen Fernsehen. Rund um den Bodensee, ja, wie auch, gell? Oder Heimat, Heimat. Rund um den Bodensee sind wir drüber gemeldet. Da sind wir mitmachen. Und dann ist sie jetzt da wiederholt, und ich bin daher auf dem Sofa gelegen, auf die Jungszappe am Fernsehen und zum Ort sehe ich mich selber im Fernsehen. Da verschreckst du dann auch noch. Ja, aber dabei, ihr müsstet da ja gewöhnt sein, oder? Oh, oh, oh. Es ist gleich immer wieder ungewohnt, wenn du... Schon, gell? Ja. Ja. Was gibt's? Ja, hast du Biggie gefragt, hä? Hoi Biggie! Sali Biggie! Also, sagt noch mal, wann ein feines kocht für Biggie. Also Biggie, wir machen zuerst eine Appenzeller Brotsuppe. Dann gibt es Käsehörnli mit einem frischen Hüppelmus. Für Käsehörnli machen wir jetzt gleich noch Zwiebeln, machen wir ein bisschen Zwiebelschweisse. Schön mehlen, ausbrechen mit ein bisschen Knoblauch drin. Einmal ganz leichte Rahmsäuseli. Dazu gibt es einen frischen Hüppelmus, wie gesagt, das steht schon vom Herd. Und als Dessert haben wir hier im Backofen die Schweizer Flade. Fantastisch. Ich freue mich aber schon so aus Essen, das ist unglaublich. Ich habe fast so Hunger. Ja, ich auch. Es knurrt. Ist das gut für dich, Biggie? Ich denke es jetzt mal. Gut, super. Ja, sehr schön. Da sind die ganz Bärchen. So. Oh, jetzt fangen wir dann an brüllen. Nein, nein, oh Gott. Musst du das Maul schnaufen und nicht durch die Nase. Ich habe einen guten Tipp, wenn wir Zwiebeln schneiden,
Nicht mehr ein kaltes Bier dazu. Brüllen müssen wir gleich, aber es ist sehr gut. Mögt ihr ein Bier? Nein, ich muss noch fahren, danke. Ich habe Quellfrisch da. Oh, wer für einen Sinn? Und Fleisch kann ich auch noch da. Kennt ihr das an? Ja. Apizeller Bieressig von der Brauerei Lokom. Oh, oh, oh. Die machen Mango, Maracuja und ganz tolle. Willst du mal den Rauch, den Malzrauchessig zum Probieren geben? Und der Öpfel Bieressig, der ist auch. Der ist sensationell. Aber nicht als Aperol, oder? Ja, sag doch. Nee. Du wirst lecker gemacht, da haben wir selber auch rote Essig, also rote und weiße Essig. Und die kannst du trinken, die sind so mild. Und da ist natürlich drin, auch gut zur Gesundheit. Oder? Ja, und die trinkt man anstatt einem Prosecco. Das kann man machen. Das ist natürlich das gleiche Feeling, aber. Dort kannst du es geben. Danke. Rot. So, dann müssen wir das Wasser putzen. Gamine, bist du bereit? Zwei. Schau, er hat hier den Essig gebracht, den Rauchmalzessig. Wenn ihr es gerne rauchen könnt, wird er euch gefallen. Wirklich ganz intensiv. Oh ja. Oh du. Bieressig. Aus eurem Heimekanton. Ja, das ist wirklich. Spürst du gerade. Das Lindauerli, spürst du gerade noch so einen kleinen Nachgeschmack? Ich weiss, ich habe ja daheim eine Holzfühlung, also ich habe Kacheln im Haus. Und wenn ich jetzt den Luftzug ein bisschen zu mache, dann klopft es dann auch ins Haus. Und dann schmeckt es jetzt genau wie ich im Haus. Danke, Kamil. Ja, gerne. Schau, Rolfe, kannst du dir? Ja. Halbieren. Halbieren. Und dann nicht in die Finger schneiden und dann durch die Tür durchschneiden. Ja. Jawohl, schön hin. Ja, ja. Er hat einfach so. Ja, so kann ich es nicht schneiden, aber ich schneide es. Ja. Schau mal, wie schön. Noch Streifen, ja. Und vielleicht hat Cianca noch zwei Zwiebeln. Hast du noch Zwiebeln? Zwiebeln? Hast du sie so, gell? Genau. Gerne, haben wir noch zwei Zwiebeln? Ja, weißt du, muss ich schneller. Ja, einfach in Rot. So Apizellerrot. Ein bisschen dünkler, ist schon hätte gesagt. Ein Tick langsamer, Rolf, aber machst du es gut, finde ich. Schön fein. Da sieht man wenigstens den Laie. Der Laie gibt sich Mühe, der Profi haut rein. Also, er ist ein guter Rolf. Ja, macht er gut. Ich bin auch nicht schneller. Ja, vor allem mit viel Mühe. Aber das Süppli kommt ganz gut. So. Brauchst du noch Kümmel oder hast du Kümmel schon gemacht? Du darfst einen Löffel rein, sonst könnt ihr probieren. Darf ich probieren? Jawohl. Ich muss sagen, ich habe auch schon mal so eine Brotsuppe gemacht. Das ist aber schon lange her. Ja. Ich habe schon früher einen armen Leuten essen gesehen. Ja. Kannst du einen Dresden brauchen? Ein Brot. Aber es ist heute noch ein bisschen sehr gut. Ja. Ja, und du kannst ja auch ein älteres Brot benutzen. Absolut, das kann richtig ansehen. Muss es dann aber ein bisschen länger reinlegen. Sowieso wichtig, dass man in dieser Zeit auf die Lebensmittel verschwendet. Absolut. Also, ich finde, wenn man eine geile Suppe, Entschuldigung, eine gute Suppe, wie ja. dass du etwas vorgehalten hast. Da ist es doch. Hast du einen Kropfer mit dem Kropfer? Du musst das Maul schnaufen, nicht durch die Nase. Du bist am Rühren. Und du hast noch nicht mal die Hälfte? Nein, ich weiß. Aber weißt, ein guter Herr braucht auch. 10 Sekunden. Ein bisschen Zeit für die Wärme. Ja, der kommt auch. Ja, jetzt wäre er gut. Ah, jetzt ist 220 Grad. 220 Grad, jawohl. Jetzt haben wir schon die Frage der Kinder. Kommt wunderschön. Das haben wir jetzt auf 220 Grad tun und lassen dann noch mal 10 Minuten im Ofen. Damit er oben ein bisschen dunkel wird. Genau. Gut. Dann machst du mit dem.
Das tut in der Wappe, tut das auch nie noch, dass man keine Abfälle hin. Ich darf mir nicht helfen. Nicht, ja. Aber wo rettet ihr denn überall? Oder wo habt ihr bis jetzt so Dörfer überall im Retten? Wenn ich das so fertig habe. Wir sind für die ganzen Jahre mit Hochzeit, wie ihr hochkommt, Firmen alle Entscheidungen, der ganze Zeit. Und mittlerweile sind wir bei den großen Konzerten, wo die Leute extra bei uns kommen, dieses Vorbeprogramm schauen. Ja. Also sind wir da. Wir sind in die Medikante in Ostschweiz. Fängt der Rahmen an, wenn wir das Leben sind, dann können wir zu Hause rücken. Wow. Mega. Ja, hast du gesehen? Also, wir haben ein ganz tolles Kompliment bekommen von Marco Rima. Und Marco Rima bezeichnet uns das Divertimento, Cabaret Duo Divertimento von der Ostschweiz. Ganz vielen Dank, Marco! Wow. Yo, yo, BM-Fan-Fan. Habt ihr einen YouTube-Kanal? Alle. Also wir haben natürlich unsere Fans in den Videos auf YouTube. Es hat tausende von Filmen von uns rum. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Insta. Wenn wir die Social Media-Geschichte machen, heute sind wir auf. Dann haben wir natürlich auch die DVD von den letzten fünf Bühnenprogrammen. Da hat angefangen mit dem Selberjolt über Vatergrad. Zu Albtraum, Feierabend und jetzt das Neueste, wo wir leider jetzt müssen unterbrechen wegen Corona, selber zu schauen. Selber zu schauen? Selber zu schauen, ja. Wo kommt man die DVD über? Also selber zu schauen gibt es noch nicht auf DVD. Der Feierabend, der ist jetzt gerade in Produktion. Und selber zu schauen, der läuft noch zwei Jahre. Hoffen wir auf den Herbst. Sind wir wieder live auf der Bühne für euch und dann kann man wieder zwei Stunden anhocken, lachen und nicht studieren. Ich habe fangen müssen jetzt in der letzten Zeit, vor allem auch, wo die Gastronomie zugemacht hat, habe ich denke, Rolf. Ja, du hast mir mal erzählt, vor Jahren, dass du gern mal in einem guten Restaurant oder in einem guten Beizli. Was macht er jetzt da? Und halber Glas. Du das Brot rösten. Das Brot wird mit Butter angeröstet. Schön mit Butter ein bisschen Fett geben, dass man das schön klassisch für die Zucker nimmt. Damit es knusprig wird. Genau. Das ist ja da, was eigentlich... das ist ja da, was wir am meisten rausholen. Also Alltagssituationen, ein bisschen überspitzen. Und so entsteht eigentlich unsere Comedy-Sache. Weißt du, ich habe. Wir haben vor Jahren. Wenn ich mich mal gefragt, ich finde eigentlich die Ideen. Weißt du, die Sketch. Ich habe gesagt, er würde gerne mal in einem guten Kaffee oder in einem guten Dorfbeiz. Und da sich einfach von den Leuten inspirieren, dazuschauen. Und so entstehen die besten Sketch eigentlich. Das ist das, was wir jetzt erläutert haben. Wir haben schon im Kindergarten gelernt. Schauen, hören, schreiben. Ich habe hier noch eine Zwiebel bekommen. Nein, ich habe mal schnell zwischendurch müssen hinter ein Switchen schanken, weil zum Schauen, was ich weiter... Weil, wenn ihr hier das Vierte arbeitet... Und du hast eine Kamera, dann musst du hin und her switchen. Also, der René hat jetzt ein Brot mit Butter ein bisschen anknuspert, anbrötelt. Und beim nächsten Schritt darfst du mir bitte schnell winken, dann komme ich hinterher. Der Schlagzeugfaden schmeckt. Du schmeckst das? Ja, so. Ja, genau. Hast du es gleich geschafft? Ja, das sind meine Lieblingszwiebeln. Die tue ich immer in Salat mit dem Balsamico. Ein bisschen Salz, ein bisschen Öl, Paprika, ein bisschen Pfeffer, Matschi meistens noch. Ja, ja, ganz gut. Und da kommt bei mir in Salat. Ja, also das ist jetzt sehr, sehr, sehr viel Zwiebeln. Hoffentlich auch Zwiebeln. Weißt du, wir tun natürlich Zwiebeln, die wir jetzt mehlen und dann noch in der Pfanne ausbacken. Da geht dann Zwiebeln 30 für auf den Käseanblick und da kann er natürlich zusammen.
So, also es hat der ein oder andere auch schon gefragt, jetzt online, wann kann man endlich kommen essen? Also wir sind heute um 10 vor 12 bereit. 10 vor 12 genau. Leute. Hm? Also noch, ja, halb Stündli. Also wir sind natürlich auch noch da. Löhne hätten wir einen Termin, aber wir tun natürlich gerne noch also ein bisschen mit euch ein bisschen schicken, Fotos machen, Selfie machen. Wir sind für euch da. 8, 10 und 12 wenn wir kann. Essen was. Ich muss einfach noch mal Danke sagen. Ich liebe Zwiebeln schneiden. Sicher? Ja, ich finde das immer die Strukturen nicht so schön. Ja, ja. So, so meditativ ist das. Das ist so ein Sonnenaufgang. Ja, ja. Jetzt haben sich da noch das Meer vorstellen. Ja, da ist Meer. Ein Haifisch, Wind und Sonnenuntergang. Bei dir kommt Meer, Junge. Bei dir kommt ein Haifisch. Ja, ja, den ja, ist aber noch mal lang. Den ist aber noch mal lang eine Jungfrau. Sag aber, die Zwiebeln kommen die jetzt alle in die Suppe rein? Nein, da ist ja Zwiebeln. Die Zwiebelschweiße ist hier. Ah, okay, so dann gibt es noch einen Zwiebelschweiß. Ja. Wow. Oh. Ja, also heute geht es so richtig her und zu. Von den Zutaten her, gell, Schanka? Ja, sie ist, also ich muss sagen, sie ist. Ja, man darf arbeiten. Es macht auch Spass, ich habe nicht immer so viele Männer in meiner Küche, die mich unterstützen. Aber wobei ich auch einen sensationellen Garmin in meiner Seite. Oh, den werde ich jetzt keine Minuten missen. Und gell, du kannst, ich sehe, die Leute kommen hier, also die kennen wir dort schon raus. Man kennt, ja, mich, ja, man kennt das Produkt. Also man kennt das Produkt vor allem, ja. Das Produkt und das Lädchen, weil das Lädchen hat es ja 35 Jahre gegeben, oder? Ja. Und vor zwei Jahren, der Inhaber vom Schafe Sultan, das ist ein eingefleischter Marktfahrer. Ja. Und das Lädchen gibt es auch seit 35 Jahren. Und es ist eine lange Geschichte, das haben mich mit meinen Eltern, die leider verstorben sind und ich nicht ein Schlüsselkind haben wollte, bin ich jetzt zu dem Lädeli gekommen, als Geschäftsführerin zwei Jahre. Und dann war mal die Frage im Raum, ob ich das Lädeli nicht will, per 1. Januar 2020 übernehmen. Oh, super! Dann habe ich gefunden, mal, das mache ich. Und dann habe ich aber nicht einfach so weiterfahren, sondern ich habe wirklich müssen selbstständig werden. Also die Idee war, dass ich Madame Sultan bin. Und dann ist das aber nicht gegangen, vom Gesetz her, wie man Namen gibt, wenn man eine Firma eröffnet. Dann wollte ich Kräuterhexe heissen, dann wäre ich nicht gegangen, aber dann von der Kräuterhexe, weiss ich auch nicht, ist auch so die Idee los. Ja, und dann bin ich auf Gewürznoten gekommen. Duftnoten, Musiknoten, Gewürznoten gibt es zwar nicht da. Und dann haben sie gefunden, ja nein, der geht nicht. Und dann habe ich einen Zusatz angetan. Ja, und dann habe ich halt meinen Namen. Und jetzt heisst es Klassikers Gewürznoten. Ich habe aber das ganze Sortiment vom Schafe Sultan. Und mein Ziel ist es eigentlich, und da bin ich froh, wenn die Zuschauer mir Infos geben, ich will in zwei Jahren von jedem Kanton eine Spezialität in diesem Lädeli haben. Ich mag die ganze Schweiz hier drin haben. Wie jetzt eben mit dem Appenzeller, Balsam, Essig, Maracuja, Mango, dass man einfach von jedem Kanton etwas hat und dann sagt man geht mal schauen, ob es etwas cool aus einem Kanton. Und dann auch die Kantone bekannter machen. Schön, dass du da bist. Das ist die Idee. Ja, das ist normal. Das klingt wunderbar. Ja. Und ihr seht hier im Lädelin, wenn ihr jetzt umschaut, es ist eine ganz spezielle Note, die hier gespielt wird. Im Gewürz. Note. In der Gewürznote. Und die Note, die kann niemand spielen. Da müsst ihr probieren. Oh, dann ist da. Ja, da ist mein Timer. Oh, schau mal, wie es der Glutte
Also jetzt nochmal schlagt sie oder schlagt sie ihr? Oh, ich liebe es. Grossartig. So, dann haben wir den raus. Gut, haben. Der geht jetzt wieder zusammen. Ja, du kannst mir schnell das Brot öffnen. Ist das schon da? Ja. Jetzt müsst ihr noch mal schnell ganz kurz erklären, was ihr da jetzt macht. Das kommt jetzt ein bisschen runter in den Und dann kommen die Brotstücke ganz in die Suppe, oder wird es noch oben drauf? Wenn sie noch haben, sie noch ein Säckchen. Gut, Ja, weißt du nie, wenn ich mal so einen Dreck habe, ins Schlafzimmer kommt und da wird Blut rein oder weißt du nie. Und das ist eine Woche, wenn ich ein bisschen kriege. Danke, Lippen. Genau, schön, dass Sie da sind. Ich habe eine Geschichte. So. Übrigens kenne ich da die Geschichte von den zwei Müsli. Von den zwei Müsli? Ja, ja. Zwei Minuten halb. Weißt zwei Müsli haben sich getroffen. Das eine vom Westen, das andere vom Osten. Da sagt der vom Osten, jetzt gehe ich in die Post und dann gehe ich impfen. Da sagt der vom Westen, impfen. Da musst du mich zu dem nimmst die Menschheit zu testen. So. Da wird hier noch ein paar Schellen. Wenn das in der Ordnung ist. Ja, gut, so. So. Da ist die Druckmasche da. Jetzt kommt mir gar kein Appenzeller-Witz in den Sinn, sonst kommt mir, ich habe immer die Witz parat. Das sind keine Witz, das sind alles Tatsachen. So, also wir haben jetzt super. Immer mehr Leute, die klatschen und ganz liebe Grüße. Ich kann es gar nicht alles beantworten. Ja, danke vielmals. Danke fürs Hinschauen. Schauen wir mal an. Nein, Susanne, also deine Stube sollte schon wieder mal aufräumen. Heilige, ich sehe jetzt da aus bei dir da drinnen. Nein, also. Nein, du hast doch Küche. Ah, ja, so. Ah, gut. Übrigens, Schaffhausen. Sind wir schon gesehen, haben wir auch schon gespielt. Und zwar im. Wie heißt das da? Kronenhof. Im Kronenhof. Und sind das Jahr, wenn alles gut geht, sind wir noch zu Beiingen mit unserem Bühnenprogramm selber. Meine Kamerafrau ist aus Beiingen. Ja, gesehen wir noch. Das ist ja wohl Buchenznacht. Ja, garantiert. Garantiert. Ah, und eine von den letzten Shows haben wir natürlich in Neuhausen, im Trottentheater Kofi. Da wäre dann wieder mies sein. Mies die Hand. Neuhausen. So, warte jetzt mal, jetzt habe ich ja, fast verloren oder Röne verpasst. Schau mal, wow. Röne, hast du da einfach Mehl ja. Einfach Mehl. Ja, doch, ganz normal. Wenn du ein bisschen Fürstmaske hast, dann kann ich die auch da jetzt. Und dann tust du es
einfach in Öl. Ein bisschen krass ausbraten, dass man schöne aber portionenweise, also nicht alles auf einmal. Sonst hast du eine Mousse. So, kannst du schön machen. Und wenn du alles miteinander machen willst, dann wirst du wieder zusammenpappen. Okay. Und was kocht denn da hinten jetzt das Wasser? Der Gast ist schon da, wo ich eure Hörner essen will. Dort machen wir die Hörner. Ah! Wir machen jetzt gerade alle Minuten. Ja. Wir müssen am Köcheln, ob wir dann nachher können. Geht los, los. Also, es schmeckt himmlisch. Und das mit dem Mehl vorher habe ich jetzt konkret wirklich noch nie gehört. Also, wenn mir das jemals gesagt hat, dass ich mit euch zwei Zwiebeln und Knoblauch wird schneiden und schälen. Das sind so Momente, wo ich den Kindern sage, Corona sei Dank. Ja, genau. Hat ein bisschen etwas. Ist euch da nicht auch schon mal erfahren, dass viele gute Sachen auch durch die ganzen Umstände einem passieren? Wie jetzt da? Es sind Sachen, die passieren, wo man es gerne gemacht hat. Also, Corona hat in dem Sinn sicher irgendwo so auch einen Vorteil gehabt. Die Leute sind auf Ideen gekommen, wo man es gerne nicht drauf kennt. Sich irgendwie über Wasser zu halten und Und mir ist es auch ein bisschen abgefahren. Man hätte mal Gas rausnehmen aus seinem ganzen Fluss raus. Und das hat auch einen Vorteil gehabt. Obwohl es natürlich auch finanziell gewisse Einschränkungen gegeben hat. Also für die Natur und hier hat das sicher mich sehr gefreut, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal da drin schauen. Guck mal, wie das putzt. Ja, also jetzt gerade das Problem ist einfach, da vorne werden es nicht brauchen. Super, danke. Entschuldigung, danke. Nein, überhaupt nicht. Ich werde viel als Koch fragen, wie lange lasst ihr das Fleisch im Ofen? Die Kochantwort ist, bis es gut ist. Ja. Und nicht alle 10 Minuten den Ofen aufmachen, gell? Genau, vor allem beim Soufflé. Oh, jetzt wird gemitzget. Gemitzget? Gemitzget. Zeig mir das so wie auch. Meine Äpfel werden gemitzget. Gemitzget. Die haben jetzt nicht lang gehabt, gell, René? Das geht schneller, das geht schneller. Ja, überlade den Platz wieder da. Oh, schaut mal das an. Am liebsten warm. Mhm. Typisch kochen, Zauberei, wenn die anderen nicht. Nein. Mach schon. So, jetzt können wir ein Löffel mehr am Tag probieren. Dann wir machen das so, dass wir hier. Da genau. Hier haben wir alle unsere Löffel und dann können wir die gebrauchten Löffel gerade vorbereiten. Hier haben wir es durcheinander. Hast du das Öffel rein? Ich nehme es gerade direkt so. Heiß. Ein Löffel, ein heißer Löffel. Brutal heiß, gell? Das riecht ja auch. Also wieso? Aber der ist sehr gut. Hey. Also, für Beri schmeckt es mir ein bisschen zu fest nach Öpfel. Aber
Was würdest du sonst mögen? Noch Beere. Da habe ich noch ein bisschen Vanille entdeckt. Schiebt den Vanille noch an, das teure Gold. So, da. Können wir verkaufen? Nein. Können wir verkaufen? Ich habe noch nicht drin. Können wir verkaufen? Damine, kann ich dir helfen abtrocknen? Aber wenn ich jetzt einen Tag alt bin, dann kann ich das nicht mehr. Ist das schön, die kleine Küche? Du? Ich weiß nicht, aber habt ihr gemerkt, der Röhne hat abgenommen? Ja, ja, massiv. 30 Kilo hat der abgenommen. Echt? Ja, ja. Das ist auch viel. Mir ist es aufgefallen, zum Morgen hat er den Ton angefangen zu flattern. Beim Reden. Ja, es fällt einem dann schon auf, wenn man den anderen so 23 Jahre kennt. Und 22 Kilo. Vielleicht 25 Jahre kennt und seit 23 Jahren miteinander auf der Bühne ist. Mehr als 23 Jahre. Das ist unlang. Ja, mit guten und mit schlechten Zeiten, aber wir haben es immer wieder gut verwünscht und gut können mitnehmen. Auch die Corona-Zeit hat uns wieder ein bisschen mehr zusammengeschweißt. Das muss man quasi sagen. Ja. Ja, das ist so, die einen schweißen zusammen und die anderen ziehen sich leider zurück. Es reagiert jeder anders auf die Corona-Zeit und ich finde, man muss jeder ein Verständnis haben. Für alles, ja. Das Verständnis aufbringen und das auch haben. Und geht es auch ringen. Es geht einem ringen. Oh, muss man machen. Schau mal, wir müssen für Jacqueline zwei Portionen dann machen. Hörnli mit Apfelmus. Sorry, Jacqueline, wir sind schon ausverkauft. Nein. Gerne, Jacqueline, wenn du kommst. Das machen wir sehr gerne. Jacqueline, wir sind gerade. Warte, ich muss noch schön. Haben wir einen eher eingeholt für die Portion? Entschuldigung. Ja, so. Ja, ja, das kennt man gut. Also ja. Du hast die Hörnli vorher das Wasser nicht gesalzen. Du tust es im Nacht doch. Musst, jetzt kannst du eigentlich nicht essen. Ja, das stimmt. Also wird einfach nochmal noch Würz, viel Salz. Das Wasser im Salz, das verdunstet ja auch. Das ist aber mein Lieblings-Weltag-Käse. Und ich habe die Hochschicht gemacht, da ist ein Zerlistifter zu Wärme. Ich bin allein auf dem Posten, wir sind 6 ausgelernte Töchter, so ich stifte. Da müssen wir ein Zerlistifter zunehmen. Und dass der Mann in den Weg umgestanden ist, dann muss man Salz waschen. Dann muss man Salz waschen. Dann sind sie beschäftigt. Ja, so, sehen Sie, wie die Köche, siehst du, wie die Köche im Fall zum Service sind. Genau, gell? Ewige Krieg zwischen dem Service und der Köche. Aber die Köche sind auch untereinander nicht immer so nett zu nennen. Nein, ist doch. Eine Geschichte gehört, einer ging schnuppern in einem Restaurant. Und dann haben sie mal die erste Aufgabe, einen Sack Mehl gegeben. Dann haben sie das Mehl ausgelegt und haben gesagt, so, jetzt hackst du das Mehl, bis es blutig ist. Ja. Und dann haben sie mal in den Flieger geschickt, um etwas zu holen, und dann haben sie Paprikapulver drunter gemischt. Ja, So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß im Moment gar nicht, wann ich alles filmen soll. Es ist so vielfältig. Es ist so vielfältig auf dem Tresen. Wir haben vom Öpfelmus über den Schlunz. Ich habe Brotwürfel für die Suppe. Jawohl. Wie
ich habe mal eine Aussicht gehabt, und dann ist sie voll aus, also ist gut, ja, und dann sagt sie, ich mache mal ein Schlafzimmerbaden. Was für ein Baden? Schlafzimmer, und dann habe ich mir das wirklich müssen, da so aufschreiben, dass ich den Kunden sage, was das für ein Baden ist. Weil das Wort Schlafzimmer, da haben wir überhaupt nicht. Können wir nicht. So und ich dort weiss, ob ein Schlafzimmer ist, und kann, aber ich habe mir nicht. Ich habe müssen wir zum Schlafzimmer kommen. Recht aussprechen. Wenn wir die Hinschau mal abgeben. Mach das. Sind ihr jetzt bereit für einen Kaffee? Noch nicht ganz, aber ihr könnt mal raus, wo ich habe jetzt den Gang. Ja, los, los! Scheiße, los, los! Soll doch helfen. Du musst nicht mehr. Oh! Apropos Maske. Steht ihr einmal auch in der Migros, haben ein Säckchen in der Hand? Oder? Ja. Ja. Ja, es ist so amüsant, ja. Wenn ich Füßstand stehen und schauen, wie die Leute das Säckchen aufgehen mit den wahren Fingern. Es ist ja. Köstlich. Ja. Hast du schon mal versucht, eine Zigarette anzuziehen? Ja, sie hat letztens einen Kaffee ausgewertet, also Kaffee und so, weil ich es einfach vergessen habe. Ja, gibt, gehört zum guten Ton. So, jetzt hast du etwas jetzt hier. Jetzt habe ich den Käse hier. Und da ist jetzt eben Rühe und Appenzellenkäse. Das tun wir jetzt schön mischen. Und dann kommt noch heißer Rahm. Einfach da könnt ihr auch ein bisschen Wasser vom Sud, von der Hörnchen, ja. Kochen der Hörnchen hier tun. Je nachdem, wie das Wärm hat. Könnt ihr noch verstecken mit dem. Jetzt tun wir da noch so und da und schieben da noch mal in den Ofen. Und am Schluss, wenn ich den Boden sehe, die geröstete Zwiebeln oben drauf. Ein bisschen Grünzeug. Das sieht so gut aus. Ja. Wow. Hey! Wow. Wenn wir den Käse ein bisschen von hier. Dann gehen wir hin. Danke vielmals. Danke. Gern. Bene. Also, wenn jetzt so viele Leute kommen, dass wir zu wenig haben, dann würden wir sagen, wir könnten irgendwann. Können wir noch mal? Können wir noch mal? Ja. Ero! Ja, ja. Wo? Bravo! Das sind die Appenzeller. Du musst einfach schauen, dass bis dann noch ein bisschen Kalifat, ein bisschen verlieren, weil ich das noch frisch machen kann. Dass wir wissen, wie es geschmeckt hat. Ja. So, jetzt habe ich den Apfel muss auch weggessen. Sind die letzten, hä? Jawohl. Jetzt hast du da Peterli, gell? Ja, eins ist für Kuchen und eins ist für... Und was ist das Viereckige dort? Das ist der Käse, der kommt in die Suppe hier. Ah, in die Suppe kommt auch Käse? Das ist der Grundsuppe, das ist etwas auch am wichtigsten in dieser Suppe. Das ist der Käse neben dem Brot. Wir sind heute ein bisschen käselastig. Ja, hoffentlich auch. Jawohl. Ich liebe Käse, ich kenne ihn ohne Käse. Ich auch. Und lange habe ich auch immer den Appenzeller, den extra Appenzeller, den finde ich. Und vor dem Fernsehen und so ein bisschen einfach Frau Ume, oh, nein. Es ist natürlich auch mit dem Klappen von den neuen, der Rahmenkäse. Das ist ein bisschen lastig, scheisse. Dürfte ich nicht machen, aber man merkt auch da auch. Ja, ich bin gerne ein bisschen die Mieter, Rahmenkäse. Ja, da wäre etwas für mein Geld kommen. Ich war natürlich noch gelernt, es ist doch kein Handy. Jetzt, wo wir mal kürzen, hast du mir ein gescheites wunderbares Paprika, wo wir dort dran drauf stellen können. Schau mal, hinter dir kannst du aussuchen, wir haben Rauchpaprika, kannst du schon mal dran schmücken. Ja. Hat so ein bisschen rauchige Noten, Nedelsüße, ein Schafer oder Rosen. Gut. Rose ist einfach, er kommt aus Ungarn. Die anderen kommen aus Spanien. Ja, ich habe nur katholischer oder reformiert. Also ungarisch machen wir nicht. Das ist gut. Nein, dann müsste ich eigentlich fast die Edelsüße nehmen. Weil wenn jemand die Schaf nicht gern hat, dann haben wir den schon verloren. Und wir werden kalt verlieren haben. Was musst du auch gerne? Geloretil. 11.48. Da haben wir natürlich Minuten. So.
Hat es noch 12 Minuten? Nein, wir haben noch 12 Minuten Zeit. Ich bin 12. Aber hat es noch 12 Minuten? Nein, ich bin fertig, das muss nur noch. Dann mache ich doch mal eine Kaffeemaschine an. Wir haben ja jetzt drei Gänge. In einer Stunde und 20 Minuten gemacht. Also, komm ich mal an, Jürgen Tochter. Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Im Namen von Röni und von mir und von Messer und Gabler und vom Management. Und es ist wunderbar, dass wir da hinterher die Plattform nutzen, um uns wieder einmal zu zeigen, um Gewürznoten in Schaffhausen zu zeigen. Und mit Gianca da und mit dem Carmine wunderbare Mittagessen zu zaubern. Und ja, wir wünschen da in dem Sinn, jetzt wird der Schlagzeugladen gerade rausgenommen. Ich glaube, ich lasse ihn drin. Lass ihn drin. Ah ja. Kommt da. Vielleicht musst du ihn ein bisschen abschlagen. Weißt du, wie eine Röste. Ja, und ja, grossartig, bravo. Wer will Kai probieren? Ist jetzt der Vorspeis oder der Dessert? Ja, wir haben halt den Dessert dabei. Wir können auch mit dem anfangen. Ich finde es immer sympathisch, wenn man mit dem Dessert anfangen. Schon? Hast du mir den Teller liegen? Ja. So. So fein, ich kann es nicht glauben. Ah ja, lieber. Wunderbar, sehr schön. Da können wir mal rumgehen. Tun wir da noch weiter mit dem Sonnen. Nein. Peterli dran. Ja. Hast du Zwiebeln drauf, der wäre passen, aber nicht kein Peterli. Schlotzi da. Schlotzi. Hast du noch ein Gäbeli? Ah, mit Lüftelgott, gell? Da könnte man jetzt eine schöne Weinglasse zugeben oder eine Zimtwaffe. Oder was? Ein Zimtbarfe. Oder Vanille. Zimtbarfe. Oder ein Zimtbarfe. Eine brennte Creme haben wir einmal. Oh, eine brennte Creme, ja. Ich bin jetzt auf die Suppe gespannt, wie wir jetzt das noch machen. Also der Schlazi-Faden ist sensationell. Soll ich ihn in die Kühle noch tun? Okay. Jetzt probiere ich natürlich auch mal gern. Schau da, du kannst gerade die Suppe geben haben. Ist mega. Hast du dir das Rezept gemerkt von dem Schlazi-Fladen? Ja. Ich habe es auch drüber lassen, ich kann das schnell kicken. Das ist sehr lieb. Machen wir doch. Wow. Die sind super, gell? Die sind super. Ja. Die sind super. Ja. Wow. Übrigens, ich hoffe, was Corona auch noch den Vorteil hat, kannst du alles abgelaufene Ware aus dem Kopf. Ah ja, der Schwachgrüne hast du das nämlich nicht können, gell? Weil, der ist wunderbar. Das Wägeli und die Körbli, die haben so viele Desinfektionsmittel dran. Die waren da 2 Jahre übers Ablauf. Die Suppenschüssel habe ich bekommen. Ich frage mich einfach immer, wieso das ein sauren Rahmen Ablauf da hat. Gell? Als Beste ist, wie der Röne gesagt hat, wenn Salz ein Ablaufdatum hat. Das ist ja so. Jetzt kommt noch der Käse. Ich da noch schnell, wenn er... Rotwürfel, ein Peterli. Wow. Und dann kommt da eine Süppli. Super Süppli. Wie mit Zägen. Danke, wie mal. Dann lassen wir gerade die Chefin das Haus degustieren. Gianca? Ja? Jetzt von you.
Eins von mir. Eins von you. Eins von mir. Und wenn es dampft, wäre es heiss. Da haben wir jetzt gelernt, wir zwei. Ja. Wenn es dampft, nicht gerade, oder? Aber weißt du, wir können. Es ist doch gleich. Wenn es ein bisschen Schmerz darf es ja sein, oder? Ein bisschen. Weißt du, sorry, aber jetzt. Oder, also gewisse Würde beim Essen gegenüber den Lebensmitteln darf es schon sein. Heiss. Gut. Willst du mich heiraten? Können wir machen. Sag den Falschen! Nein. Ich weiss. Sind Ladies beide vergeben? Alles abchecken, geht nichts mehr. Ja. Einfach, dass das auch gesagt ist. Ja, das ist es. Aber lieber glückliche Komiker als Single-Komiker. Oder? Man kann ja sich das Glück putzen. Definitiv. Hätte ich Spaß gemacht, Fabio. Und wenn ja. Ich sehe, ein Dreigang-Menü in einer Stunde und 20 Minuten. Es geht. Ja, und fantastisch. Und fein, frisch. Hey, Suppe ist der Hammer. Probieren wir auch mal. Frisch und vor allem. Mit Dinkelbrot von Garmin. Ja, das Brot hat der Garmin gemacht. Da könnt ihr eben, wie gesagt, ein bisschen Fettigsbrot nehmen. Es gibt dann ein bisschen mehr. Super. Das Kümmel finde ich fein. Du musst einfach nicht chillen, bitte die Nuancen dürfen. Aha. Das ist jetzt etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt... Das ist ein Gewürz, das für mich, wenn es so ist wie eine Wespe im Sommer, darf ich den einfach so nicht unbedingt. Ich brauche es nicht unbedingt. Nein, aber das ist gut. Kümmel. Du musst es probieren, es hat doch nicht viel Rührung. Nein, es ist einfach nur der Geschmack. Es ist eben der Geschmack, genau. Mir geht es so mit Anis. Mir geht es mit Anis so. Ja. Darum sind wir ja froh, wenn wir alles verschiedene Geschmack. Mit dem Käse, mit den Käsewürfeln. Danke dir vielmals, René. Der Käse finde ich sensationell. Mm. Machen wir den mal. Also, Entschuldigung. Ja. Zum Glück habe ich jetzt vergessen. Ja, genau, aber dieselbe. Das ist wie im Zuckermantel. Ich glaube, da war ich. Wunderbar. Ja, ich glaube, da wäre es oder? Ja. Dann bedanken wir uns, dass wir hier da sind. Vielen Dank, sind ja gekommen und haben uns hier unterstützt. Und wir haben einen lustigen Mittag gehabt, würde ich sagen. Einen coolen Mittag. Viel Neues dazugelernt. Wer bist du? Und jetzt freue ich mich mega aufs Essen. Schön. Schaffhausen, schön hast du reingeschaut. Danke euch. Ich freue mich auf den April und jetzt wünsche ich uns einen guten und Kaffee her! Oh, genau. Hey.